Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge A-Word. Wir sind inzwischen Level 24 geworden, können dann die Betten austauschen. Ich hatte auch noch mal ein drittes Mal den größeren Adler da, den Nidhogg oder wie er hieß, gefangen jetzt endlich mal. Und nicht nur getötet. Und jetzt wollten wir uns um den Fisch hier noch mal kümmern, um den Kollegen hier, um Dumund. Und genau das machen wir jetzt auch. Versuchen wir mal hier drauf auf den Kollegen zu machen. Der ist ja nicht so hart hier. Da schießt er daneben. Damage, ne, wenn sie lower sind als man selbst. Das ist halt so hier gebalanced quasi. Okay, haben wir den auch geholt. Dann haben wir noch mal einen Punkt. Und wir haben jetzt gelernt, Level 24, das flauschige Palbert, die tauschen wir jetzt aus. Ein Blumenbeet, damit das Sammeln-Tempo erhöht wird. Azubrobe-Sattel können wir machen. Ich hätte nur mal ein Spiegelset gemacht. Hier sind bestimmte Pals noch mal irgendwie notwendig. Hier auch die ganze Zeit. Und dann kriegen wir nochmal hitzebeständige Metallrüstung und so weiter. Silo ist für die Aussaat, um die Aussaat zu verschnellern. Speichert Strom, den Elektropals erzeugen und wird benötigt, um elektrische Anlagen im Lager zu betreiben. Stationäre Armbrust, okay, das sind dann Verteidigungsanlagen, brauchst du alles nicht. Terrasphäre. Durchaus starker Pals möglich. Wird ein paar Fließband benötigt hier. Naja, da kommt noch einiges so, ne? Aber das werden wir jetzt erstmal machen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Genau. Unsere Wyvern hat auch fast aufgeholt hier. Ich sag mal Wyvern, tut mir leid. Ist schon jetzt Stufe 22. Und wollen wir mal zurück? Und genau, ich hatte noch die Laterne erlernt mit einem mit dem Architektenpunkt. Die kommt dann in unseren Gürtel und geht dann automatisch im Dunkeln an. Er hat das mit der Fackel und so eine Scheiße auch endlich sich erledigt, liebe Freunde. Da freue ich mich drauf. Jetzt machen wir aber hier nochmal ein bisschen weiter in die Gegend, bevor wir zurückfliegen. Eine kleine Sphäre müssen wir uns auf jeden Fall noch herstellen lassen. Und eine blaue haben wir noch. Reicht nicht für 27, oder? Nee, tut mir leid. Dann fängt hier echt das Schneegebiet an. Das heißt, wir müssten dann erstmal das Gebiet erkunden, was wir noch neben uns haben. Hier auf der Seite. Hier haben wir noch eins. Vulkankram oder so, glaube ich. Ich schätzen müsste. Das sind also die typischen Biome immer in solchen Spielen. So, genau. So, hier haben wir noch einen großen Platz. Aber nichts weiter hier groß. Man hat jetzt noch ein paar blaue Sphären, hätte man nebenbei noch ein bisschen leveln können. Das muss ich dann so immer mal nebenbei machen. Aber hier ist erstmal nichts. Der Übergang ist kurz hier hinten, wie es ausschaut. Truhe. Boah, die normalen Pfeile, die muss ich auch mal wieder rauslegen, ey. Alles nur Gewicht.
Na, dann sind wir doch hier einmal rum. Sehr schön. Ich würde ja mal den Boss-Turm machen. Ich glaube, der ist Level 40 oder so. Oder? Sind wir auch noch zu schwach für? Könnten wir aber trotzdem mal versuchen. Vor allem würde ich gerne den Pal dort drin fangen. Ich weiß nicht, ob man den dann sowieso kriegt. Der auf dem Cover hier, das, der gelbe mit der Minigun. Hier geht's. Ist alles zu weit hier. Wir würden hier rüberkommen. Aber wann würden wir erstmal das andere Gebiet erkunden? Um uns drumherum. Nebenbei leveln wir noch, wenn wir hier eine Sphäre finden. Die blauen. Leveln die blauen hier. Ist auch wieder frei. Kleiner Scheißer. Ja. Das hat jetzt keine Punkte wieder gegeben. Strange. 9 Punkte nur. Scheinbar echt alle die. Ich weiß es wirklich nicht. Wo du schon mal so Entsafter benutzt hast. Bin eigentlich jetzt auch hier rüber, ey. Könnten wir hier theoretisch mal... Hier waren wir bei der, ne? Machen wir doch einfach Folgendes. Hier haben wir es ja. Weiß nur nicht, ob die Kleidung ausreichen wird. Schuss. Okay. Wir haben unendliche Ausdauer hier drauf, ne? Was? Ist das nur im Horizont oder gibt es den Baum hier wirklich? Kommt irgendwie nicht näher, ne? So wirklich. Wir hätten eigentlich nochmal zurückgemusst. Doch, es kommt hier schon langsam, aber sicher. Aber wir werden erstmal hier uns erkunden. Dann bauen wir uns die Laterne nochmal, damit wir im Dunkeln dann auch automatisch Licht haben. Dann sind wir nicht mehr so auf die Tageszeiten angewiesen. Der Rest ist natürlich tot hier alles. Hier gibt es kein Leben irgendwie. Dann werden wir uns mal diese ganze Gegend hier angucken. Dann. Hier waren wir jetzt schon auf der kleinen Insel. Dann werden wir uns den Schnellreisepunkt holen. Und nochmal in die Base jumpen. Vergessenen Inseln. Theoretisch ja auch fliegen können, ne? So ist es nicht. Passiert ja nichts. Das ist ja Kinder-easy. Das ist ja ein Kindergame hier. Hier passiert gar nichts, wenn die Ausdauer weg ist. Dann verlierst du keine Tiere oder sonst was hier. Und doch keiner weinen kann hinterher. Noch einen Schnellreisepunkt, dann nutzen wir den gleich und dann gucken wir uns die andere Geschichte an. Bandidos! Ah, keine Zeit jetzt für euch. Merkt so ein Alarm da unten. Um euch kümmern wir uns auch noch.
Alle über 30 immer, ne? So, hauen wir erstmal ab hier. Können wir auch hier uns ein Level ab eigentlich schnell noch holen. Wir hatten ja noch so eine grüne Dings gefunden, fällt mir gerade ein. 17. Ah nee, wir brauchen benötigt 19. Okay, wow. So nochmal zwei looten irgendwo. Das sollten wir aber hinkriegen. So, ab in die Base. Stellen wir uns jetzt Kram erstmal her. So, wir haben erstmal in unserer Pallbox jetzt hier die beiden, nennen wir sie Gebietsbusse hier nochmal. Zack, genau. So. Dann stellen wir uns mal her. Hier ist die Laterne, tragbare Laterne aus Feuerdrüsen, Holz, Metall, antikes Bauteil. Komm, ich helfe dir mit. Oh, die geht schnell, das ist gut. Können wir die Fackel nämlich uns der Fackel entledigen? Zack. Sehr schön. Mitnehmen nicht vergessen. Fackel entsorgen. Yes. Jetzt haben wir die Laterne hier irgendwie dran. Da ist er, ja. Gut. Dann gebe ich noch mal ein paar blaue in Auftrag. Stein, Holz, Palladium, Brosche. Komm her, Kollege. Ja. Es hat jetzt komischerweise ab und zu mal funktioniert hier mit der Werkbank und ihm. Dass er dann auch da bleibt. Hier haben wir noch mal 120 Barren geschmolzen. Aber oh, die gehen auch weg wie nichts jetzt. So, dann können wir hier das Ei noch mal reinlegen zum Ausbrüten. Dann die normalen Pfeile nochmal ablegen. Hier, die brauchen wir gerade auch nicht. Dann tauschen wir mal die Betten aus, würde ich sagen. Leute, in der heutigen Folge. Tauschen wir mal die Betten aus. Ein paar Säfte unterwegs gesammelt. Das ist alles so buggy, Alter. Okay, wir sollten eigentlich nur zwei flauschige Pallbetten bauen. Das heißt, was brauchen wir dazu? Oh, die sind ja teuer. Nägel, Stoff. Also Nägel ist teuer wegen unserem Metall, ey. Dann machen wir mal. Zwei reißen wir mal weg hier. Da bitte mal bauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nägel wir denn rausbekommen hatten. Na, gucken wir jetzt gleich nochmal. An der Werkbank. Aus wie viel Barren? Ich glaube, ein Barren, fünf Nägel. War das so? Wo sind sie? Da. Ne, zwei Nägel aus einem Barren. Und was hatten wir gesagt? 10 Stück müssten wir noch. Wir haben ja die Barren, ne? Das heißt, wir brauchen 10 mal 5 sind 50. 25 mal 2. So, könnt ihr dann auch machen. Die Dinger hier fertig. Da haben wir ein paar blaue zum Leveln. Sieht hier aus. Auch fertig. Essen. Dann könnt ihr euch hinlegen. Und wir legen uns jetzt auch hin. Ich mache euch das hier noch fertig. Irgendwie eine Minute noch, nee, das können die morgen früh machen selber. Aber wir wollten ja mal, wie war das nochmal mit der Zuchtfarm? Ich hab's schon vergessen. Wo waren die?
Zwei Pals. Okay, du musst fertige Pals haben. Musst du dann beauftragen. Ein Männchen und ein Weibchen. Um sie Eier legen zu lassen. Als Motivation zum Einlegen wird Turtle. Okay, verstehe. Dann werden wir das demnächst mal tun hier. So, dann gehen wir erstmal pennen, dass die hier weitermachen können. Guten Morgen, liebe Pals und Co. Und hast du nicht gesehen? Seht mal zu. Hier, Kollege, Nägel herstellen, bitte. Ah, jetzt hat das Ding, dass er auch hier bleibt, ne? Ja. Jetzt bitte hier hin. Das haut jetzt gerade nicht hin. Wo will er nicht? Achso, der will das mal hier fertig machen mit die Betten. Das ist Stufe 2, die hier drin rumballern. Die dauern ganz schön lange, die Betten hier. Tauschen wir aus, kein Problem. Guck dich, jetzt hat er den Ofen angemacht. Jetzt macht er wieder Wasser. Jetzt hilft mir wieder keiner mit hier. Ich verstehe das nicht. Was bescheuert ist. Okay, die können auf jeden Fall erstmal Nägel herstellen. Und wir tauschen dann die Betten aus. Wo ist der Pingu? Ich will dich wieder dafür haben. Läuft er denn jetzt dahin? Also, du sollst nichts tragen, Alter. Ja. Ich hab dir doch gesagt. Oh, das wenn das mal wenigstens funktionieren würde, das wäre so eine Erleichterung, zeitlich vor allen Dingen. Geh hier an diese scheiß Werkbank. Alter, willst du mich verarschen? Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht mal von hinten dran werfen, aber. Ist wahrscheinlich, wenn das so eng nebeneinander steht, dann rafft das. Super programmierte Game, das halt nicht, ne? Naja, kann's nicht ändern, tut mir leid. Muss das noch ein bisschen warten. Okay, wir machen weiter. Und zwar wollten wir jetzt hier rüber. Das, von wo starten wir denn? Was haben wir hier? Level 25? Oh, den können wir uns auch noch krallen. Das machen wir jetzt noch. Level 30. Hier Level 25. Der ist noch ein bisschen höher als wir, aber den sollten wir eigentlich kriegen. Versuchen wir, den auch nochmal zu holen. Kriegen wir ja E-Punkte. Schnellreise. Und von dort aus könnten wir ja, je nachdem wie schnell wir jetzt sind, auch weitermachen. So. Das war jetzt hier links von uns. Das ist hier oben wahrscheinlich, ne? Guck mal. Oder? Hier waren wir irgendwann schon mal. Ich erinnere mich so. Pauschal. Ja, ist hier ist wahrscheinlich eine Arena wieder. Über Spawn. Krams. Okay, wo bist du? Das sind die normalen. 19 und 19. Warum geht der voll die Geisterrobe nicht, Alter? Ich raff es nicht, ey. Macht sie nicht. Das Spiel funktioniert halt mehr schlecht als recht. Ja, es ist Early Access. Oh, die sind aber auch böse hinterher, die Jungs. Nichts vergessen. Man hält auch nichts aus hier. Down. Oh, es ist so. Ja. Ein sofort down. Weil die. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Kommt her. Nehmen uns den Adler mal mit den großen, ne? Wenn wir dafür hoffentlich nicht ein extra Dings brauchen. Einmal bitte heilen. Den Mithoff, wenn nicht, muss er halt mit angreifen. Das ist halt schwul, ne?
Du brauchst hier echt nichts drauf haben. Du musst einfach nur darauf achten, dass dein Level stimmt. Mehr musst du nicht tun. Mehr musst du einfach nicht tun. Du brauchst hier absolut nichts auf dem Kerbholz haben. Und auch jedes Kind das spielen kann. Und wir ganz viel verkaufen können, weil das jeder spielen kann. So, können wir denn den reiten überhaupt? Ich befürchte nicht. Doch. Tun wir uns mal erstmal unser Kram wieder hier. Alter, die Jungs, das sind böse Zeitgenossen, ne? Das ist jetzt der größere Nidhogg hier. Nightwing. Ich stehe immer auf Nidhogg. Ich glaube, das sind alles die Dark and Light-Namen gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie muss ich ja drauf kommen, ne? Boah, das ist auch so eine abgefuckte Steuerung. Ehrlich, ganz ehrlich. Ding ist auch gleich down. Absolut down gleich. Kannst hier auch nicht rumfliegen, weil das Spiel, die Mechanik mit Bewegung gibt es hier nicht wirklich. Der muss auch noch ein bisschen leveln hier. Können wir jetzt irgendwie mal angreifen, Alter? So. Wo ist denn das Tierchen? Muss doch hier irgendwo sein. Wird den etwa erledigt hier mit eurem Camp? Haut ab. Jetzt haben wir natürlich wieder keine volle Energie. Die haben sie bestimmt erledigt, weil der hier am Camp spawnt. So viel zur heutigen Folge. Super geil, du kommst hier auch nicht voran, ey. Oder ist hier oben? Oder hier oben? Da ist auch eine Höhle drin. Da haben wir es ja eine. Vielleicht ist auch eine Höhle. Also hier ist ja nichts, wie wir sehen. Also entweder haben sie ihn wirklich erledigt. Ja, so ein Gewehr kriegen wir auch irgendwann. Oder ist hier unten in der Höhle? Wir müssen ja eh darüber. Unten in der Höhle vielleicht? Hier eine Höhleneingang? Alexarius mit 20, Alter, diese waren nicht ohne. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder weit weg, aber... Ach, wir gucken jetzt erstmal rüber. Dinger hier haben halt keine Ausdauer irgendwie hier, ne? Da war die Wyvern besser. Da ist die Wyvern besser. Ich sag mal Wyvern. Ihr wisst ja Bescheid inzwischen, ne? Dann sind wir auch schon wieder fast durch mit der heutigen Folge, Leute, ey. Nichts geschafft, so wirklich. Ich sag ja, es ist einfach nur noch ein harter Grind hier. Der uns jetzt erwartet, ey. Da ist noch eine Statue. Wir brauchen nur noch zwei, wenn wir die haben. Hier. Könnten auch nochmal was verspeisen. So, macht noch eine Statue für den nächsten Level ab. Mapal sehen zum Leveln hätten wir auch noch, aber ich weiß gerade nicht, auf was wir das schön verteilen sollten. Da haben wir unsere nächste Statue. Die fliegen wir auch an. In der neuen Gegend hier. Es ist so nervig mit dieser Ausdauerscheiße.
du echt nur auf dem Boden Kontakt brauchst, erstmal, um das wieder, da ist die andere Statue, dass wir das leveln können. Neue Pals, neues Glück hier, oder was? Sind wir auch schon wieder fast durch mit der heutigen Folge, liebe Freunde. Ihr kennt ja wieder meine Macke hier, Alter. Und das ist auch immer so schlimm, dass die das immer noch nicht einprogrammiert haben. Das werden sie auch nie tun, hört auf meine Worte. Dass man einfach mal, dass er sich das merkt, wie das Inventar halt angeordnet war und so. Weißt du? Metallrüstung, wieso haben wir die nicht ein? Das wird er niemals tun mehr. Ein Speer brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Leider Gottes. Wow. Ja, liebe Freunde. Neues Gebiet. Gucken wir noch ein bisschen rum. Ja, den einen Boss hätte ich jetzt gern noch gemacht, aber wir haben ihn jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Da muss ich mal in Ruhe mal gucken. Das ist jetzt hier so Vulkan-Area wahrscheinlich, ne? Da haben wir die Creatures. Da werden wir uns jetzt schön nochmal... Ach du Gott, da können wir erstmal mehr fliegen. Jetzt stürzen wir ab, weil wir keine Ausdauer mehr haben. Selbst wenn du anhältst, ist da ja inzwischen... Yeah. Und da werden wir uns beim nächsten Mal, werden wir uns die Gegend hier weiter schön anschauen, liebe Freunde. Freue ich mich drauf. Und wir nehmen auch den anderen Vogel wieder mit. Der ist mir echt zu langsam hier, Herr Kollege. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne Kommentare, wie gesagt, Vorschläge zu anderen Games. Ihr wisst ja das Prozedere. Und abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen. Das hilft, motiviert. Genau. In diesem Sinne, euer Master.